Ja, herzlich willkommen bei Felgenrenninger zu Take 2, ne? Weil... Kurzes Problem gehabt mit der Technik. Ja, ich habe mir hier 10 Minuten einen abgelabert, aber braucht ihr euch das nicht anhören? 5 Minuten. 5? Ach, ich wollte jetzt ein bisschen prahlen. Warum sehen wir heute dein hübsches Gesicht in der Kamera? Weil er will, dass ich hier sitze. Aber eigentlich wollen wir Frage-Antwort machen. Genau. Ne? Wir machen das ja oft bei Instagram. Und da kommt wirklich eine Menge an Fragen rein und deswegen habe ich gesagt, ey, wir machen das mal. Wir haben, glaube ich, einmal ein Frage-Antwort-Video gemacht, ne? Ja. Auf YouTube ganz zum Anfang. Im Januar oder sowas? Mhm. Irgendwann, da war es auch kalt auf jeden Fall. Da haben wir das gemacht. Ja, deswegen heute zweites. Ich hatte bei Instagram reingeschrieben, ihr könnt uns alle Fragen stellen, was ihr wollt. Beantworten wir euch fast alle. Fast alles. Ja. Im Hintergrund habe ich auch noch 2 Felgen zu liegen. Die werden wir euch nachher zeigen. Die sind neu gekommen. Die sind ganz geil. Zeigen wir euch aber alles am Ende vom Video, damit ihr euch jetzt schön noch unsere Fragerunde reinziehen müsst. Okay. Guck mal schon mal rein hier. Möchtest du anfangen? Du mich fragen? Und ich frage dich dann? Es sind ja ein paar Fragen auch an Chris dabei. Ja? Das finde ich sehr geil. Wann gibt es mal wieder saubere Klamotten? Ist das jetzt auf deinen Pulli bezogen? Auf oder? Den Tilt-Hoodie. Da habe ich mir beim letzten Mal schon drüber aufgeregt, weil alle sagen... Das sieht wirklich aus, als wenn du gemalert hast damit. Ohne Scheiß. Wer war das? Der Real Ben. Also der Real Ben, beschwerlich bei Tilt. Felgenrenninger Hoodie for Sale. Also den ich jetzt auch das erste Mal endlich mal anhab, weil wie lange lag der jetzt bei dir im Büro? 4, 5 Wochen oder so? Ja, ich glaube 3. 3 ungefähr, ne? Ne? Und wir haben jedes Mal, habe ich vergessen, den Chris mitzugeben. Ich habe halt auch groß, also es war auch nicht geplant, die Hoodies zu verkaufen. Mein Plan war, dass wir eigene Klamotten haben, die von der Quali geil sind. Ja. Und ich habe auch vom Stoff her einen ziemlich hochwertigen genommen. Keinen günstigen 10-Euro-Hoodie, sondern der kostet auch ein bisschen was. Mhm. Plus das Besticken nochmal. Und Plan war halt nicht, die zu verkaufen und damit Gewinn zu machen, sondern Plan war, dass wir so ein bisschen zeigen können, ey, wir gehören hier zu Felgenrenninger, auch Chris, auch andere. So ein bisschen mehr, na, ihr wisst schon, was ich meine. Das Logo quasi oder die Firma unter die Leute zu bringen, das war der Plan davon. Ich könnte jetzt sicherlich auch die billige Hoodies kaufen, das da draufdrucken, aber... Oder drauf, ja, aber drauf sticken lassen. Sticken ist immer noch irgendwie was anderes als aufdrucken oder so, ne? Finde ich jetzt mal was komplett anderes, sag ich mal, ne? Wer unbedingt so ein Hoodie haben will, der soll Chris anschreiben. Jetzt ich wieder. Für alle Mädels, die einen haben wollen, die können Chris anschreiben. Jetzt kriegt er gleich wieder Ärger zu Hause. Nein, so, alles gut. Darf ich jetzt mal eine Frage vorlesen? Ja, guck mal. Kann man Stahlfelgen in Roségold? Was? Roségold-Glanz veredeln. Kann man das? Stahlfelgen, Roségold? Dann bin ich raus. Würde gehen. Gibt es verschiedene Varianten. Das Roségold ist quasi eigentlich nur eine Pulverbeschichtung, eine Lasur. Jetzt könnte man erstens die Stahlfelge einfach verchromen und da die Lasur drüber machen. Wobei ich nicht unbedingt glauben würde, dass das ewig hält, weil auf Chrom so eine Lasur, die halten nicht so lange. Was man aber machen könnte, es gibt Chrompulver. Man könnte jetzt die Stahlfelge chrompulvern, dann die Lasur drüber machen, so wie man das auch bei normalen Alufelgen macht. Und das würde, denke ich mal, halten. Würde aber auch preislich zweimal pulvern. Boah, ich glaube, da landest du locker bei 7,99 oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das ausgeben will für eine Stahlfelge. So, wann kauft Chris seiner Frau ein vernünftiges Auto aus dem VAG-Konzern? Schöne Grüße erstmal nach Rostock. Weiß ja von BMW ist. Der BMW ist auch ein schönes Auto, muss ich dazu sagen, ne? Mal gucken. Sie hat erstmal den BMW und irgendwann wird bestimmt mal wieder was aus dem VAG-Konzern kommen. Wer ist das bei Mechanics Deluxe? Der rote T5 Docker, die rote T5 Docker mit dem R30 Toro. Ach, aus Rostock vom Corona-Treffen. Richtig, den wir da mal kurz gezeigt haben. Haben wir in dem Video gezeigt? Wollten wir auch nochmal abfilmen, das Auto? Der wollte sich eigentlich bei uns melden, ne? Können wir gleich nochmal, wenn ihr das Auto sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Nervt ihn, wir können ihn ja hier nochmal markieren. Machst du jetzt hier auf ich schreibe das hier Instagram. Wo auch immer hier unten ist, schreibe ich hier unten nochmal den. Rostock ist auch nicht so weit, da können wir mal spontan hinfahren. Ja. Also wenn ihr Bock habt auf das Auto, ich habe es live gesehen, absolut krasses Auto. Also das ist wirklich auf jeden Fall keine 3F nur. Nee, da ist ja was komplett anderes. Da ist ja wirklich alles gemacht. Ne? Warum gibt es ein neues Büro? Ja, warum gibt es ein neues Büro? Weil wir einmal hier für uns sind. Jetzt reden wir ja auch gerade hier.
Wir haben hier unsere Ruhe. Sonst habe ich ja vorne so quasi im Verkaufsraum auch mein Büro. Da haben wir gar nicht so die Zeit, um wirklich so die ausgefallenen Sachen zu machen. Vorne das Büro bleibt. Das ist ja der Verkaufsraum. Da bleibt auch weiterhin die Beratung für unsere Kunden. Da hängen auch die Felgen an der Wand. Aber hier hinten können wir einmal in Ruhe YouTube drehen. Wir machen auch richtig eine Ecke da hinten, wo wir auch mal so Mehrteiler zusammenschrauben, weil das auch in der Werkstatt, auf der Werkbank gefällt mir nicht immer so. Werden wir auf jeden Fall auch hier machen. Ich kann hier in Ruhe am Online-Shop arbeiten. Ja, ist halt allgemein. Buchhaltung haben wir hier komplett unsere Ruhe drin. Mal gucken, wo es noch so hingeht. Ne? Dein Lieblingsreifen von Hermann Classic. Hermann Classic hat wieder hier 1 Million Fragen gestellt. Ne? Was ist dein Lieblingsreifen? Also im Alltag hatte ich jetzt immer Nexen, den Enfera SUI, so wie der heißt. Und auf den Dreier kommt ja dann der Toyo rauf, ne? Der R88R, ne? Ist der neue mit R hinten dran? Ja. Allein schon optisch und ich hoffe mal auch, dass er dann den Grip bietet für Frontantrieb. Okay. Ja, denke ich mal, ist der krasseste Semi, was ich auch so kenne. Ja. Mein Favorit würde ich jetzt sagen im Performance-Bereich oder im normalen Kfz-Pkw-Bereich der Michelin Supersport, weil ich die Optik halt mega finde von dem Reifen. Ist sicherlich auch einer der teuersten, aber ich mag halt die Rennsport-Optik von dem Teil. Und im Offroad-Bereich ist es ein Toyo Open Country MT. Also den nehmen wir auch auf der G-Klasse fahren. Ich wollte gerade sagen, dass du auf der G-Klasse hast, ne? Ja, mega geiler Reifen. Ich bin schon viel im Offroad gefahren. Der Reifen ist erstens leiser als jeder andere MT, den ich kenne, weil die meisten extrem hart sind von der Mischung, ist er nicht. Er funktioniert super auch im Winter, was viele MTs nicht schaffen, weil sie so hart sind, dass sie rutschen. Wir sind damit 1200 Kilometer zum Wörthersee hin und zurück gefahren mit der G-Klasse. Und nach Essen zurück und so. Genau. Weiter. Also für mich im Offroad-Bereich Optik, Funktion, ich habe noch nie geschafft, mich damit festzufahren. Ja, Toyo Open Country MT. Hab gehört, Chris fährt bald 16V Turbo DSG. Schöne Grüße dabei an Anjo. Ne, das ist hier nämlich SSP Drag Racing. Ja. Sollte eigentlich ein Schaltgetriebe rein, aber der nette Herr hat mich überzeugt, ein DSG zu verbauen. Übrigens, na jetzt, die Seite ist auch ein 16V Turbo, aber wird ein bisschen krasser als meiner noch. Ist das, was du erzählt hast mit dem, darf ich das sagen, was der hat? Mit dem E? Jo, S38L ist das. Ist der Original, ein 1.8T drin. Ist jetzt drin gewesen, R28 Turbo. Mit DSG auf und zusätzlich zum normalen Lader ein E-Lader drin. War mit einer der ersten in Deutschland oder der zweite, glaube ich, sogar in Deutschland. Und baut jetzt halt auf R30 Turbo um. Trotzdem immer noch mit größerem Lader und dem E-Turbo da drin. Ne? Finde ich halt absolut krass. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal abfilmen, das Auto. Ne? Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ja schon öfters in den Videos gesagt, ich habe von Motortuning nicht so die Ahnung. Und auch wenn ich die ganzen Turboladerbegriffe um die Ohren geschmissen kriege, habe ich auch nicht so die Ahnung von. Diesen Teil wird bei uns immer Chris übernehmen. Also sicherlich werde ich auch mal dabei sein die ganze Zeit dumme Fragen stellen und dann die Jungs, die dann mit ihrem Fachwissen dastehen, dann mit so dämlichen Fragenlöchern, wo die denken, was will der René überhaupt von mir? Aber hauptsächlich den krassen Teil oder den wenn es wirklich um die Materie geht, wird Chris da übernehmen, weil da bin ich wirklich komplett raus. Das ist nicht mein Ding. Ja, die Sache ist halt, eigentlich heißt es mir Felgenrenniger, ne? Genau. Aber ich persönlich finde halt diesen Teil mit Leistung und sowas mittlerweile richtig geil. Und viele, die jetzt das gucken, kennen bestimmt auch Anjo. Allein schon vom Namen oder vom Sehen oder vom Auto her. Also, schöne Grüße, Anjo. Wir kommen auf jeden Fall mal vorbei und filmen. Wollte ich ja schon lange mal machen, aber machen wir auf jeden Fall mal, wenn dein neuer Motor fertig ist und die neue Saison da ist. Ne? Was wiegen die Schrauben bei einer mehrteiligen Felge? Zahn 234. Zahn ist so hier F-Garagen-Chat. Ne? F-Garagen-Q. Da bin ich raus. Also, ich habe durch Zufall eine in der Tasche immer. Das ist das Krasse. Ich teste gerade. Habe ich irgendwie so ein Spiel für, wie lange diese Beschichtung hält und wie testet man das am besten, indem ich seit Wochen welche in meiner Tasche mit mir rumtrage. Und das Krasse ist, bei der ist echt noch nichts ab. Ich hatte eine goldene ganz, ganz lange in der Tasche, weil ich so richtig warm gesessen oder gerubbelt in der Tasche. Ich hatte eine goldene, die hat dann wirklich, aber bei Dauerbetrieb in der Tasche, so nach einem Dreivierteljahr aufgegeben, aber die ist ja hier so in Neochrom, ich hoffe, Fokus ist da, die hält gut durch, du. Ja, was wiegt die? Keine Ahnung. 5 Gramm? 10 Gramm? Ja, irgendwas. Egal, war bestimmt nur witzig gemeint, die Frage. Hannes Triss. Warum ist Chris eigentlich so ein unfassbar geiler Typ?
Nee, schöne Grüße nach Bayern auf jeden Fall. Den netten Herrn kenne ich. Günstige Räder, 17, 18 Zoll für W124, so bis 800 Euro. Ich würde jetzt sagen, würde ich im OEM-Felgen, OEM-Plus-Bereich mir irgendwas raussuchen. Irgendwas von einem Nachfolgemodell in 17 oder 18 Zoll von der S-Klasse. Ich denke mal, da bist du so in diesem Bereich. Da gibt es auch ein paar coole Schmiederäder. Ansonsten im mehrteiligen Bereich keine Chance. Wir bringen demnächst ein Video über mehrteilige Low-Budget-Räder, wo wir versuchen, da hatte ich schon mal in einem anderen Video gesagt, wo wir versuchen, mit einem fertigen Satz 18 Zoll Mehrteiler unter 2000 Euro zu bleiben, damit wir euch zeigen können, dass das auch geht. Natürlich auch noch ein paar Stufen weiter, dass man auch mal noch krasser machen kann, aber da liegen die Räder jetzt schon da, ein paar sind schon entlackt davon, da werden wir auf jeden Fall was bauen, das kommt aber noch. Ich habe eine kurze Frage, was kostet es circa eine alte 16 Zoll verdichtete Felge nochmal frisch zu verdichten? Das kannst du ja relativ schnell beantworten. Ja, wenn wir die Felge das erste Mal verdichtet haben, nehmen wir für den Satz 200 Euro fürs Nachverdichten. Haben wir den ersten Satz nicht verdichtet, nehmen wir den vollen Preis. Und zwar aus dem Grund, wir wissen nie, wie derjenige davor die Räder verdichtet hat. Zum Beispiel hat er sie schlecht verdichtet. Wir bekommen sie, machen nur unsere normalen Schritte, diese 200 Euro Schritte. Sieht das Rad danach immer noch scheiße aus. Und ihr sagt, oh, Renninger, das ist aber nicht so gut geworden. Das heißt, wir machen nur das volle Programm im Nachverdichten, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Habt ihr die Räder aber bei uns schon gehabt, nehmen wir 200 Euro, also 50 Euro pro Felge. Kann man über euch auch Edelstahl Außenbetten beziehen? Ja. Einfach eine E-Mail schreiben, für welches Auto. Und dann kann ich dazu was sagen. Wir haben für auch nicht. Welche Felge meinst du? Nicht für welches Auto, ja, sondern für welche Felge. Ne? Und dann, ja. Domsche 89 hat übrigens den geilsten Golf 2 in Irisch Grün, den ich kenne. Und hat das Auto zum Verkauf angeboten, nachdem ich mir den 124er gekauft habe. Weil hätte ich das gewusst. Für einen guten Preis? Den Zweier? Ja. Oh, weiß ich gar nicht mehr, aber ich hätte ihn gekauft. Weil, nee, also der Preis war, glaube ich, gut. Also war nicht günstig für einen Zweier Golf, aber war okay. Weil ich wollte unbedingt immer einen Irisch-Grün haben und die haben nur 1983 den Golf 2 noch in Irisch-Grün produziert. Und das Auto war, ist, glaube ich, auch 2 Liter oder 1,8er mit Doppelweber. Das Auto fand ich schon immer geil. Müsst ihr Instagram gucken. Ich weiß gar nicht, ob er den noch hat. Welche Maße haben die Felgen auf dem 124 mit den neuen Betten? Ja, einfach das Video gucken, 124er Video. Ich glaube 8,5 und 9 mal 17. Das Schlimme ist, wir bauen so viele Räder, selbst ich vergesse das manchmal, was meine Autos, wenn ich die Länge habe, was für Maße die haben. Weil ich mir sowas auch immer nie aufschreibe. Und frage mich in der Einpresstiefe, weiß ich auch nicht. Erfahrung mit Workfelgen, könntet ihr beispielsweise die Außenbetten tauschen. Workfelgen sind ja zum Teil, ist der Felgenstern eingeschweißt, da kannst du gar nichts machen. Ne? Es gibt Workfelgen, wo er nicht geschweißt ist, hatte ich auch schon. Es gibt auch Geschichten, wo Innen- und Außenbett zusammengeschweißt wurde. Mit der Festigkeit hat das zu tun. Das ist zum Beispiel auch bei den Rädern von die Kooperation Work mit Fossen. Da haben die auch die Innen- und Außenbetten zusammengeschweißt. Kann man natürlich dann nicht tauschen. Man könnte jetzt, wenn du absoluter Freak bist, dann fräst du dir hinten das Bett oder vorne das Bett ab, machst dir da eine Kante wieder dran, oder die Kante ist ja dran, quasi fräst du dir das vordere Bett ab und machst da einen Dreiteiler draus. Das geht schon, aber das ist so aufwendig. Ich weiß auch gar nicht, also ich hab noch nicht so viele Workfelgen umgebaut. Ich hatte einige in den Fingern, aber nicht extrem viele. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt welche gibt, die nicht zusammengeschweißt sind. Also wirklich ein echter, ich weiß nicht, die Workmeister würde ich jetzt verschätzen, dass es die als Dreiteiler nicht geschweißt gibt, weil die haben schon einige umgebaut. Aber kann ich wirklich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Aber ist realisierbar. Warum piept er hier? Mag er uns nicht? Ja, weiter gucken. Was haben wir hier noch Schönes? Ich hätte noch, hättest du Lust, mehr für japanische Fahrzeuge zu machen oder lieber deutsche Fabrikate? Ich persönlich finde japanisch geil diese alten, so was wie Skyline oder so weiter. Ja. So neu komme ich da gar nicht ran, also allgemein an die Autos so wirklich. Diese The Fast and the Furious Style Autos feiere ich nicht so hart. So ein alter Toyota hier, diese kantigen, eckigen, finde ich richtig geil. Ich finde diese ganzen SUVs richtig geil, die alten, diese Stahldinger noch, feiere ich übelst. Wir haben ja so, wir machen ja Boomerang. Dadurch haben wir ja diesen Spirit von Japan, kriegen wir da ja mit. Eigentlich wollten wir auch im Oktober nach Japan fliegen, das hat sich ja nur alles erledigt. Wir planen, wenn alles in Ordnung ist, nächstes Jahr auf jeden Fall nach Japan zu fliegen.
wenn Chris sich, also ich fliege definitiv und ich weiß auch nicht, ob ich in so einen fliegenden Stahlkoloss reinsteige. Mein Junior James, der will auch unbedingt mit, der will Japan mal sehen oder Tokio. Ich finde Tokio mega geil. Also es ist wirklich das Krasseste. Gut, ich war noch nicht an so vielen Orten, aber es ist wirklich das Krasseste, was wir da damals erlebt haben und ich feiere das schon hart. Ja, ich hätte schon Bock mal was zu machen. So einen kantigen alten, diese Toyota, ich weiß aber immer nicht, wie die heißen, ne? Aber finde ich richtig geil. Oder so ein NSX und sowas, das finde ich auch richtig geil. Ich finde allgemein die Skyline-Reihe. 32, 33, 34er. Ah, da bin ich nicht so warm mit. Da finde ich Subaru Impreza zum Beispiel. Ey, wir haben ja auch Räder gebaut für den Lexus. Aber der Lexus war auch hier, aber er hat die Räder abgeholt. Da könnten wir auch nochmal mit ihm quatschen, ob wir euch das Auto mal zeigen sollen. Also wir haben die Räder nur zusammengebaut. Innenbetten hochglanzverdichtet, Außenbetten hat der Kunde mitgebracht. Sterne original glanzgedreht geblieben und wir haben sie dann zusammengebaut. Der hat Luft von Kassen drin. Da müsste ich mal mit dem Kunden, ich glaube Templiner Ecke war der Kunde. Da müssen wir nochmal mit ihm sprechen. Wenn das Auto fertig ist, können wir den auf jeden Fall mal abfilmen. Das ist ein cooles Ding. Wenn er das sieht, kann er gleich unten reinschreiben. Genau. Schreib unten rein oder melde dich nochmal bei uns. So, hast du noch eine? Ich habe gerade durchgeguckt, aber irgendwie, entweder fällt dir noch was ein, aber ich glaube, wir quatschen auch schon recht lange da rein. Warum? Von welcher Firma besorgst du die weißen Poliermittel? Von unseren Verdichtern? Ist Rösler. Spiel mit offener Karte. Das Granulat meinst genau. du? Genau. Ja. Rösler oder Truval machen beide Firmen geiles Zeug. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe die Frage von Domsche gar nicht beantwortet vorhin. Nee, ist mir auch aufgefallen gerade. Ne? Aber ich habe vergessen zu sagen. Er hat nämlich gefragt, deine persönliche Endgegnerfelge, wo nichts anderes drankommt. Ah, da gibt es so viele, die ich geil finde. Ich glaube, für mich gibt es keine Felge, wo ich sage, genau, wenn ich mir eine Felge aussuchen dürfte, die ich bis ans Ende meines Lebens fahren würde, dann würde ich wahrscheinlich nehmen eine E55. Also bei einem Classic-Auto, die wir damals auf dem Zweier hatten, die JP von uns auf seinem Zweier, auf seinem Boomerang-Zweier fährt, die René demnächst fährt, der hat auch einen Satz von uns gekriegt. JP fährt ja unseren Satz. Also das ist so schon meine Endgegnerfelge, das ist krass, weil das ist Geschichte. Ne? Du kannst quasi ein Rad kaufen, neu kaufen, was es damals, was im Rennsport genutzt wurde und sag mir mal einen Felgenhersteller, der das noch kann. Ronal kannst du, glaube ich, nicht mehr neu kaufen. Hm. OZ kannst du auch, wir hatten jetzt die Futuras, aber es war auch eher für die neuen Autos aufgelegt, da kannst du auch nichts Altes mehr kaufen. Schmidt geht noch, die sind auch cool. Nee, ist E55. Und ich sage euch, wenn BBS irgendwann auf den Trichter kommt und sagt, wir produzieren die Räder nicht mehr, dann werden die durch die Decke gehen im Preis. Bei mir ist das ganz einfach eigentlich. Na? Wenn richtig simpel sein soll, einfach Super Turismo LM in Anthrazit. Ich hätte wetten können, dass du das sagst. Eigentlich geht immer. Ja. Wenn ich mir aber jetzt eine Felge aussuchen könnte für beispielsweise den Golf 7 oder den Golf 3, also Golf 3 E87 und Golf 7 dann E88, 19 Zoll, ne? Aber Super Turismo LM, egal wann, egal welches Auto, es geht immer. Na gut, auf dem W124 weiß ich noch nicht. Aber ja. Die LM ist halt zeitlos geil, ne? Oder Dakar ist beides das gleiche Rad. Die sind zeitlos geil, die kannst du in. Ist wie Le Mans. Le Mans? Le Mans, ja. Stand letztes wieder unter einem Kommentar. Unter einem ist Video als Kommentar. Wie Le Mans. Oh, ich kann es nicht aussprechen. Ist auf jeden Fall auch zeitlos geiles Rad, kannst du dein Leben lang kannst du fahren, auf jedes Auto drauf machen, sieht immer geil aus. Ja, dann war es das jetzt erstmal mit der Fragerunde. Wir gucken uns jetzt die beiden Felgen an. Nimmst du die Kamera in der Hand dafür und ich hole so. Ja, ist besser, oder? Jo. Als wenn wir die jetzt einfach so nehmen. Geht los. Hast du überhaupt ein Messer hier? Nee. Da geht's schon wieder los. Ich hab eine Schraube. Ihr seht, noch original verpackt. Ich weiß echt nicht, was da für eine drin ist, ne? Aber wenn ich das Design sehe, kenne ich das, ne? Oder ist das was ganz Besonderes? Nö, ist ein normales Gussrad. Weiß nicht mal, ob es Flowform. Ich glaube, es ist nicht mal Flowform. Aber ich finde das ganz schick. Und kommt jetzt halt erst in 20 Zoll. Ach so. Yes. Ich find's geil. 20 Zoll, ohne Scheiß, mega schickes Rad. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe gedacht, das kommt vom Bus. Weil das auf dem T5 oder T6 wäre richtig cool gewesen. Ja, in 20 Zoll. Aber jetzt, ne? Kommt, glaube ich, nicht. Das ist jetzt, ne? Gibt's das allgemein für den Bus in 19 Zoll oder 18 Zoll? 18 Zoll gibt's das.
19 Zoll glaube ich nicht. Das ist jetzt eine 8,5x20 ET44. Also perfekt für Golf und Kuh. Ja. Ich finde es echt schick. Also ich sehe es jetzt gerade auch das erste Mal live. In der Größe. Naja. Gefällt mir. So, nächstes Start. Auf das andere bin ich mehr gespannt. Weißt du da auch nicht, was da drin ist? Nö, hast mir nicht gesagt. Ich weiß für welches Auto, weil wir es vorhin gesagt haben, aber sonst. Ja, habe ich ja vorhin gesagt, G-Klasse, ne? Wir zeigen euch das Rad jetzt da. Und dann wäre wirklich cool, wenn ihr uns sagt, macht ein Video zu dem Auto. Oder sagt, nee, auf G-Klasse habe ich keinen Bock. Könnt ihr lassen. Ich sage, er sieht groß aus, der Karton. Ich glaube, den können wir doch hier. Habe ich jetzt schon wieder die Schraube hingepackt zum Öffnen? Weiß ich nicht. Die super Öffnungsschraube. Gehen die immer erst nach Dortmund und dann hierher? Ja. Wir werden eingeflogen per Flugzeug. Und JP hat ja den kompletten Vertrieb darüber. Das heißt, JP bedient auch alle großen Händler oder alle Händler in Deutschland. So. Ist richtig rum? Ne, ist verkehrt rum. Habe ich Karton verkehrt. Soll ich es euch zeigen? Pass auf. Lässt die Spannung steigen. Geil. Wir drehen es um. Oh, das ist aber echt geil. Das kann man schon machen, ne? Rand ist glanzschwarz, innen ja. Mattschwarz, ne? Genau. Von hinten geschraubt. Ja, für die G-Klasse 22 Zoll. Reifen kommt drauf, ein 33x12,5x22. Wie gesagt, wenn wir euch das zeigen sollen, zu dem, also auf dem Auto mit den Rädern, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es nicht sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Das war's dann erstmal von mir. Möchtest du noch was erzählen? Nö. Eigentlich nicht. Das ist ja einmal kurz unser nee. Equipment, was wir hier High-End aufgebaut haben. Alles mit Licht, ne? Und allem drum und dran hier heute. Weil das Licht ist noch nicht an der Decke dran, was hier reinkommt. Das kommt auch erst die Woche. Bauen wir auch ein. Gut. Diesmal Frage-Antwort-Runde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen beantworten. Und ich sage erstmal Tschüss. Wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Und bis zum nächsten Mal.